Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch eine App, mit der ihr nebenbei etwas Geld verdienen könnt, wenn ihr in der Bahn sitzt oder wenn ihr gerade auf den Bus wartet oder sowas. Es ist also nur eine ganz kleine Einnahmemöglichkeit, aber es ist eine ganz coole App, mit der ich auch schon selber, ich glaube in einem Monat so um die 20 Euro verdient habe. Ich habe dafür ungefähr pro Tag um die 5 Minuten oder so aufgewendet, also wirklich mehr nicht. Man muss da halt dranbleiben an dem Ganzen. Aber ist eigentlich ganz cool. Die App heißt Epinio. Die App ist sozusagen eine Umfrage-App, eine kleine. Also es ist nicht nur eine Umfrage-App, sondern es ist halt... also das Coole ist halt, ihr slidet sozusagen hier durch so einen Feed durch und dann müsst ihr einfach nur auf Ja, Nein oder Ich arbeite, also jetzt hier zum Beispiel klicken, und dafür bekommt ihr halt schon Geld. Ihr bekommt dafür nicht viel Geld, also ihr bekommt dafür unter einem Cent oder teilweise nur 10 Cent oder was, je nachdem. Aber wenn ihr wirklich nichts zu tun habt und einfach nur, keine Ahnung, als 15-Jähriger oder was, irgendwie Geld verdienen wollt, ist es immer noch eine coole Sache. Ihr bekommt dann auch noch größere Umfragen, wo ihr dann mal 1 bis 2 Euro verdient. Zwischendurch, aber wenn ihr wirklich in der Bahn sitzt oder was, einfach hier auf viel macht oder viel Respekt oder was, und zack, habt ihr direkt einen Cent oder zwei oder so verdient. Das Ganze, klar, wenn man das hochrechnet auf eine Stunde oder so, ist das nicht viel. Wir haben jetzt hier keinen guten Stundenlohn. Aber wenn ihr wirklich, keine Ahnung, wirklich gar nichts habt und ihr wollt irgendwie Geld verdienen, einfach so ein bisschen nebenher, ist das die perfekte App für euch. Ihr könnt euch im Monat dann 10 bis 15 Euro per Amazon-Gutschein, ich meine auch per PayPal oder was, auszahlen lassen. Und dann habt ihr einfach ja eine ganz kleine Einnahmequelle und ist immer noch besser, als wenn ihr, keine Ahnung, in euren Freistunden oder was zu irgendeinem Discounter geht und euch da was kauft, eine Cola oder was aus Langeweile. Dann wäre die Zeit vielleicht besser investiert, wenn ihr einfach nur sozusagen in der Freistunde da sitzt, macht hier schnell die App und dann fertig, habt ihr vielleicht 50, 60 Cent verdient. Ist immer noch besser als Geld auszugeben. Ist eine sehr coole Methode, um sozusagen anzufangen mit dem Ganzen. Genau. Die App hat hier auch 4,4 Sterne von fast 20.000 Nutzern. Also ist eigentlich auch eine sehr gute Rate. Gerade für so Geld verdienen, Umfrage-Apps ist es eine sehr gute Anzahl. Ja, ihr könnt gerne mal in die Beschreibung gucken. Ach Quatsch, nicht in die Beschreibung. In Play Store. Ich werde keinen Link in die Beschreibung packen, weil, ja, ist mir, also, mir, der Affiliate-Link ist mir in dem Sinne egal. Gebt einfach Epinio in eurem, in Play Store ein und dann findet ihr die App ganz schnell. Genau, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.